Willkommen zum nächsten Video der Berufsschule 7 und ich möchte mich in dem Video nochmal um UML kümmern, in dem Fall jetzt um das Klassendiagramm. Zielgruppe sind Fachinformatiker, 11. 12. Klasse, im Wesentlichen natürlich die Anwendungsentwickler und wie immer alle Interessierten. Nun, wir haben uns bei der Klassenentwicklung oder bei der Thematik der objektorientierten Programmierung ein Beispiel uns überlegt für die Darstellung von grafischen Elementen in einem Computerprogramm. Und hier haben wir jetzt dieses Klassendiagramm erstellt mit dem Geometrie- oder dem Geo-Objekt als Elternklasse und dann eine Erweiterung als 2D-Geo-Objekt, weil wir uns die Möglichkeit für 3D ja offen halten wollten. Deswegen haben wir diese Zwischenschicht eingezogen und dann Kreis, Rechteck und Dreieck als die eigentlichen zu implementierenden Objekte oder Klassen. Das möchte ich jetzt ein bisschen vereinfachen, indem ich einfach diese 2D-Ebene rausnehme, weil für das, was wir jetzt hier besprechen, ist es in der Form absolut ausreichend und wir brauchen jetzt hier als Kinder jetzt nicht unendlich viele Kinder, zwei Reichen, Kreis und Rechteck, weil es ja wirklich jetzt nur um die grafische Modellierung, um die grafische Darstellung in UML-Notation jetzt gehen sollte. Beginnen wir mit der Klassendarstellung als solches. Wir schreiben ja Public Class und dann entsprechenden Klassennamen und genauso bauen wir dann auch unser Grafikelement auf. Also wir haben eine Kopfbeschriftung, so taufe ich das jetzt mal. Das ist der Klassenname. Das ist meist fett gedruckt oder ein bisschen größer gedruckt. Und wenn man das handschriftlich schreibt, halt ganz normal reinschreiben, weil allein die optische Darstellung sollte schon Hinweis darauf geben, dass wir hier über einen Klassennamen sprechen. Die einzelnen Attribute werden jetzt hier einfach in dem Kasten drunter reingeschrieben und zwar mit den Zugriffsspezifizierern, also Public, Private, Protected oder auch Package und dann mit dem Datentyp dahinter. Datentyp habe ich jetzt hingeschrieben, meist. Der Hintergrund ist folgender. Das Klassendiagramm sollte Programmiersprachen unabhängig erstmal sein, von der eigentlichen Idee her. Jetzt gibt es aber Programmiersprachen, die kennen gar keine Datentypen. Die sind beispielsweise JavaScript ist nicht typisiert. Dort würde dann als Datentyp immer var dahinter stehen. Und das macht an der Stelle eigentlich nicht wirklich Sinn. Auf der anderen Seite kann man mit dem Datentyp auch darstellen, was möchte ich damit eigentlich machen? Beispielsweise hier bei der Farbe. Ich kann ja sagen, die Farbe würde ich gerne klartextlich hinterlegen. Da würde ich gerne grün hinschreiben. Oder ich möchte es als Zahl und dann sollte jedem Programmierer klar sein, dass Zahl eigentlich der Hexwert wäre und grün wäre dann 00FF00. Also insofern macht der Datentyp durchaus Sinn, auch wenn wir mit einer Programmiersprache das später umsetzen, die nicht typisiert ist. Insofern wird empfohlen, den Datentyp dahinter zu schreiben. Macht man mit Doppelpunkt und dann einfach den Datentyp. Die Zugriffsspezifizierer, die haben wir ja kennengelernt bei der Sichtbarkeit, habe ich es in dem Video genannt. Und hier kennen wir folgende. Private ist das Minus, das kann man sich ganz gut merken, weil Private ist ja ein reduzierter Zugriff von außen und deswegen Minus. Protected ist hier dieser Hashtag, kann man sich vorstellen, Gartenzaun, der schützt mich vor den Zugriffen von den Nichtverwandten, also von den Nachbarn. Deswegen dieser Hashtag. Und Public ist das Gegenteil von Private, also Plus, insofern auch ganz easy. Und dann haben wir noch unseren Exoten-Package, das wäre hier dieses Wellenzeichen genannt Tilde. Und Package wäre jetzt im Java beispielsweise ohne irgendeine Zugriffsspezifizierer und dann wäre das zugreifbar von allen Klassen im gleichen Package. Wird aber seltener genommen, aber ich habe es der Vollständigkeit halber mir hier mal mit dazu gepackt. Dann die Konstruktoren, die werden einfach ganz normal hingeschrieben. Es ist so, dass alle Methoden, die jetzt kommen, wieder in dem UML-Klassendiagramm in einem eigenen Kasten drunter liegen. Das heißt, zwischen den Eigenschaften, sprich den Variablen und den Methoden, ist dann einfach nochmal ein waagerechter Strich.
So, Konstruktoren sind in der Regel public, also ein Plus davor, und der Name des Konstruktors heißt genauso wie die Klasse. Es ist jetzt so, dass wir auch hier wieder Programmiersprachen haben, wie beispielsweise PHP, wo der Konstruktor nicht so heißt wie die Klasse. Und wenn ich von vornherein weiß, dass ich mit PHP arbeite, kann ich jetzt hier durchaus eben dieses Underscore Constructor hinschreiben. Aber es wird normalerweise empfohlen, dass man das wirklich so macht, dass der Konstruktor so heißt wie die Klasse. Und wenn jetzt jemand das Ganze in PHP umsetzen muss, dann muss er halt eben wissen, dass in PHP die Konstruktoren anders formuliert werden. Die Parameterliste kommt einfach ganz normal dazu, wenn denn Parameter existieren. Deswegen habe ich jetzt hier mal zwei Beispiele. Einmal Geoobjekt ohne und einmal mit Parameter. Die Konstruktoren geben keinen Wert zurück, weil der Konstruktor gibt ja ein Objekt streng genommen als Standardfunktionalität zurück und das muss ich hier nicht hinterlegen. Und das ist sozusagen auch der Vorteil, dass der Konstruktor genauso heißt wie die Klasse, weil was gibt er zurück? Ein Objekt der Klasse. Gut, also hier kein Doppelpunkt mit irgendwelchen Rückgabewerten. Die Methoden, die werden auch wieder mit Parameterliste, Zugriffsmodifikator und jetzt auch einem Rückgabewert aufgeführt. Und der Rückgabewert wird einfach wieder mit Doppelpunkt hinten dann entsprechend hingeschrieben. Und es ist auch hier üblich, dann, wenn kein Rückgabewert erfolgt, Void hinzuschreiben. Auch das sieht man in unterschiedlicher Schreibweise, aber das ist hier so die gängigste Variante, dass wir einfach Void hinschreiben. Was auch öfters gesehen wird oder was man auch öfter sehen kann, sind sogenannte Stereotypen. Das ist so in UML ein recht typisches Konstrukt, haben wir in einem anderen Video auch schon mal gesehen. Und zwar, was man manchmal sieht, ist, dass über die Konstruktoren einfach Constructor geschrieben wird, eben mit diesen doppelten kleiner und doppelten größer Zeichen, dass man hier eben explizit nochmal hinschreibt, Achtung, jetzt kommen die Konstruktoren. Und wenn man das macht, wird üblicherweise über den eigentlichen Methoden dann Method geschrieben. Das bläht das Ganze ein bisschen auf, aber macht es für den, naja, Laien in Anführungsstrichen ein bisschen besser lesbar. Also die Stereotypen sieht man hier mitunter auch. Als nächstes die statischen Attribute. Statische Attribute werden auch in dem UML-Diagramm hinterlegt, indem man sie einfach unterstreicht. Also Attribute, die unterstrichen sind, werden als statisch dann später umgesetzt. Eben in Java wäre es static. Und ja, insofern sind es Attribute, die auf Klassenebene und nicht auf Objektebene funktionieren. Das gleiche gilt natürlich für die Methoden. Das heißt, statische Methoden werden auch unterstrichen, also hier nichts Besonderes. Die abstrakten Klassen werden mit Abstract versehen. Das sieht man manchmal drüber, manchmal drunter. Also ich schreibe es meistens drunter in geschweiften Klammern. Was man auch sieht, ist, dass es mit Stereotypen formuliert wird. Das heißt, doppelte kleine Klammer, dann Abstract. Doppelte größer Klammer und ja, aber in den meisten Büchern findet man die geschweiften Klammern, insofern habe ich mich hier dran gehalten. Bei den Methoden ist es so, dass sie in aller Regel kursiv geschrieben werden. Also kursiv geschriebene Methoden sind abstrakt. Man sieht es mitunter auch, dass die, wenn die Klasse abstrakt ist, dass der Klassenname auch kursiv geschrieben wird. Aber meistens, also sauberer ist es, wenn man es wirklich explizit hinschreibt. Und das geht dann auch so weit, dass manche bei den Methoden auch dahinter in geschweiften Klammern Abstract schreiben. Das ist beim Druck seltener. Bei handschriftlichen Sachen natürlich häufiger, bei kursive Handschrift ist natürlich sehr schwer zu identifizieren und dann macht man hier gerne auch in Klammern Abstract dahinter, um das eben klipp und klar hinzuschreiben, dass es hier sich um abstrakte Methoden handelt. Was natürlich gilt, wenn im UML-Diagramm eine Methode abstrakt ist, muss die Klasse auch abstrakt sein, weil sie kann nicht instanziert werden. Insofern kann man hier auch nochmal einen Hinweis dann eben geben, dass es sich um abstrakte Klassen handelt.
Die Erweiterung haben wir ja auch schon ein paar Mal gesehen, dieser Erweiterungspfeil. Und zwar ist das Schlüsselwort ja Extens und der Erweiterungspfeil ist einfach ein geschlossener Pfeil, der nicht ausgefüllt ist, der von Kind in Richtung Elternklasse zeigt. Und hier ist es einfach wichtig, dass man das genauso hinzeichnet. Keinen offenen Pfeil, keinen ausgemalten Pfeil, kein Pfeil, wo irgendwie die Linie noch irgendwie halb reinragt. Also bitte hier sauber arbeiten, damit es eindeutig ist und nicht durch irgendeine Fehlinterpretation, dass es dann schief läuft. Für die Erweiterung kursieren relativ viele Synonyme. Und ich habe jetzt mal die gängigsten zusammengefasst. Einmal ist es die Erweiterung, wie ich es ja gerade schon gesagt habe. Dann nennt man es auch manchmal die Spezialisierung. Also der Kreis spezialisiert das Geoobjekt, sagt man mitunter. Dann Generalisierung, man kann die Argumentation auch umdrehen. Das Geoobjekt generalisiert den Kreis. Oder eben auch Vererbung, was vielleicht der unwissenschaftlichste Name ist, aber eben am häufigsten genutzt. Also das sind eigentlich vier Bezeichnungen, die man immer wieder sieht. Also Erweiterung, Spezialisierung, Generalisierung oder Vererbung. Gerade die Begriffe Spezialisierung und Generalisierung finden wir relativ häufig in anderen UML-Diagrammen auch. Allen voran das Use-Case-Diagramm. Und dementsprechend sollte man mit diesen Begriffen einfach einigermaßen flüssig sein. Als nächstes wollen wir uns die Beziehungen anschauen und streng genommen ist diese Generalisierung, dieser Erweiterungspfeil auch eine Beziehung zwischen zwei Klassen. Allerdings würde man es meistens eben tatsächlich als ja, Spezialisierung oder Generalisierung bezeichnen und nicht als Beziehung, auch wenn es eine Beziehung darstellt. Es ist so, dass wir üblicherweise sogenannte Assoziationen als Beziehungen interpretieren würden. Das ist auch irgendwie einsichtiger. Und was ist eine Assoziation? Wenn wir beispielsweise jetzt hier die beiden Klassen Render Engine und Kreis haben, dann haben die erstmal keine verwandtschaftliche Beziehung. Die Render Engine ist einfach irgendeine Klasse, die mit dem Kreis was zu tun hat. Und wir sehen jetzt hier in der Render Engine eine Referenz auf ein Kreisobjekt und in der Klasse Kreis eine Instanzvariable, die auf eine Instanz einer Render Engine referenziert. Und diese Beziehung kann man einfach mit so einem Strich darstellen. Und dieser Strich besagt nichts anderes, dass wir entweder von der Render Engine auf den Kreis zugreifen können oder und von dem Kreis auf die Render Engine. Ob jetzt diese Beziehung, ob jetzt beide Beziehungen da sein müssen oder nur eine oder wie auch immer das Ganze geartet ist, sagt dieser Strich, dieser Assoziationsstrich jetzt erstmal nicht aus. Der sagt, besagt nur, ja, da gibt es irgendwie eine Beziehung. Und diese Beziehung bezeichnen wir eben als Assoziation zwischen zwei Klassen. Wir können das Ganze jetzt um die Multiplizität ergänzen. Multiplizität bedeutet, dass wir hinterlegen, wie oft ein Objekt referenziert werden kann oder soll. Die untere 1 bedeutet zum Beispiel, dass die Render Engine exakt einen Kreis referenziert. Und die obere 1 bedeutet, dass der Kreis exakt eine Render Engine referenziert. Und um das Ganze jetzt noch ein bisschen näher zu spezifizieren, gibt es verschiedene möglichen Einträge an diesen Stellen. Und die 1 war genau ein Objekt. Das heißt, die Render Engine referenziert genau einen Kreis. Wenn ich jetzt aber sage, nö, ich möchte, dass sie exakt zwei oder drei oder vier Kreise referenziert, dann kann ich dort eine 4 hinterlegen. Also eine beliebige Zahl kann ich dort eintragen, was nichts anderes bedeutet, dass die 1 ein Sonderfall von diesem M ist. Also in dem Fall jetzt, wenn ich statt 1 4 hinschreibe, kann die Render Engine genau 4, nicht 3, nicht 5, sondern genau 4 Kreise referenzieren. Wenn ich es nicht genau hinterlege, also wenn die Render Engine
eine unspezifische Zahl an Kreisen referenziert, macht man dort ein Sternchen hin und das bedeutet 0 bis unendlich viele. Also wenn die Render Engine 0 oder 1 oder 2 oder 3 oder 483 Kreise referenzieren kann, steht dort ein Sternchen. Das bedeutet, dass ich auch die 0 ja mit drin habe. Wenn ich das nicht möchte, dass sie mindestens einen Kreis referenziert, dann steht dort 1 Punkt Punkt Stern. Das heißt, die Render Engine kann 1 bis unendlich viele Kreise referenzieren. 1 Punkt Punkt Stern, 1 bis unendlich viele. Und diese 1 ist wieder der Sonderfall. Das heißt, wenn ich jetzt 4 minimal brauche, also mindestens 4 und maximal unendlich, dann steht dort eben die 4 anstatt der 1, also m bis unendlich viele Objekte kann ich referenzieren. Jetzt kann ich das Ganze auch ein bisschen restriktiver handhaben. Wenn ich sage 0 oder 1, dann kann die Render Engine kein oder ein Kreisobjekt referenzieren. Ja? Hier geht es im Prinzip einfach um die Fragestellung, darf jetzt in der Variable Kreis in der Render Engine die Null vorkommen oder nicht? Und wenn hier kein Kreis referenziert wird, würde eben in der Variable Null drin stehen und es wäre vom Programm her erlaubt. Dann können wir das Ganze natürlich noch ein bisschen aufblasen und können hier beliebige Zahlen hinschreiben, in dem Fall jetzt 3 bis 7, also n bis m Objekte können referenziert werden. Und dann ein ganz skurriler Fall, wenn ich wirklich alles Mögliche an Situationen haben möchte, kann ich es dann auch so machen. 2 oder 3 oder 5 bis 7. Ja, also solche Formulierungen wären auch möglich, aber das ist einfach nur eine Möglichkeit, wird eigentlich in der Praxis nicht wirklich genutzt, weil das ist schon sehr schräg. Okay, das wären jetzt die Multiplizitäten. Wichtig ist hier, dass wir zwei mögliche Multiplizitäten haben, wo es eine optionale Belegung der Variablen gibt. Das haben wir vorhin angesprochen, dass das Ding null sein kann. Und das wäre im Fall des Sternchens so oder im Fall 0.1. Das sind optionale Beziehungen. Können wir die Assoziation noch ein bisschen weiter anreichern durch Informationen, indem wir beispielsweise eine gerichtete Assoziation draus machen. Das wäre hier so ein Pfeil. Man hätte den vorigen Fall auch mit zwei Pfeilenden malen können. Das ist das, was wir jetzt streng genommen hier auch tatsächlich rechts sehen. Ich habe von der Render Engine einen Zugriff auf den Kreis und umgekehrt. Aber bei einer gerichteten Assoziation wäre es in aller Regel so, dass wir hier von der Kreisrichtung nicht auf die Render Engine zugreifen könnten. Das heißt, wir hätten hier nur den Zugriff von Engine auf Kreis. Und das würde ich jetzt hier mit der Multiplizität 0 hinterlegen, dass wir sozusagen gar nicht zugreifen können. Das macht man jetzt allerdings selten in der Form. Da kommen wir gleich nochmal drauf, dass wir das noch ein bisschen anders darstellen können. Wichtig ist, dass diese gerichtete Assoziation auch Navigierbarkeit bedeutet, dass die Render Engine auf den Kreis zugreifen darf oder können soll. Das heißt, streng genommen, wenn ich jetzt diese 0 bei der Render Engine nicht eintragen würde, dass es nicht verboten wäre, dass der Kreis auf die Render Engine zugreift. Das ist jetzt ein bisschen, ja, ein Grund, warum manche Programmierer ein bisschen mit diesen UML-Notationen hadern, weil es immer wieder ein paar Sonderfälle gibt und es ein bisschen schwammig alles ist. Es ist allerdings so, wenn jetzt jemand, der das UML-Diagramm designt und jetzt den Pfeil von Render Engine auf Kreis malt, dass er sich was dabei gedacht hat und sagt, ja gut, die Render Engine muss auf den Kreis zugreifen und nicht umgekehrt. Wenn ich aber wirklich ein explizites Verbot hinterlegen möchte, dass der Kreis nicht auf die Render Engine zugreifen darf, kann ich es entweder mit dieser 0 machen oder was eher gemacht wird, dass ich hier so ein X dran mache. Das heißt, der Kreis darf nicht auf die Render Engine zugreifen. Ja, aber wie gesagt, wenn ich jetzt auf die Multiplizitätsangaben verzichte und wirklich das nur mit dem Pfeil mache und ich habe dieses X nicht, ist es meistens so, dass der Designer des UML-Diagramms genau das meint, was wir hier mit dem X hingestellt haben, dass wir einfach nur eine einseitige Navigierbarkeit haben.
Ja, wie gesagt, das ist der Grund, warum manche mit UML ein bisschen hadern, weil es nicht so hundertprozentig exakt ist, weil es mehrere Möglichkeiten gibt, an manchen Stellen Interpretationsspielräume offen lässt. Aber nun gut, damit müssen wir leben. Und nicht jeder UML-Designer kennt alle Feinheiten. Und es ist auch nicht so, dass ich hier in diesem Video alle Feinheiten abdecke. Da gibt es noch sehr, sehr, sehr viel mehr, aber wir konzentrieren uns hier einfach aufs Wesentliche. Gut, so viel zur Navigierbarkeit. Jetzt kann man der Assoziation noch einen Namen verpassen, der einen Hinweis dafür gibt, wofür diese Assoziation überhaupt genutzt wird. In dem Fall, die Render Engine braucht für das Rendern den Zugriff auf den Kreis. Und dann kann man dem Ding einen Namen verpassen. Und wenn wir jetzt hier ohnehin eine gerichtete Assoziation haben, dann reicht es in aller Regel aus. Und selbst wenn wir keine gerichtete Assoziation hätten, würden wir auf die Idee kommen, ja, die Render Engine braucht den Zugriff in Richtung Kreis, weil der Kreis rendert nicht die Render Engine. Wenn das nicht so klar ist, dann kann man hier noch so einen kleinen Pfeil dran packen, um die Leserichtung des Namens näher zu spezifizieren. Ja. Kann man machen, muss man nicht, aber grundsätzlich mal, es gibt die Möglichkeit. So, jetzt kann man das noch weiter aufblasen, indem man sogenannte Rollen vergibt. Ja. Das heißt, Rollen heißt, dort schreibt man an den Enden dieser Assoziation noch hin, welche Rolle das Objekt oder die Klasse in dieser Beziehung hat. Also bei der Rendered-Assoziation hat der Kreis die Rolle des, sagen wir mal, Datenlieferants und die Render-Engine die Rolle des Datenkonsumenten. Und damit hätten wir jetzt wirklich so weit aufgeblasen, dass wir eigentlich auch platztechnisch nicht mehr hinkriegen würden an die Assoziation. Sie werden in der Praxis immer Teilmengen von diesen Informationen finden. Manche schreiben die Multiplizität hin, manche nicht. Manche schreiben die Rollen hin, manche nur den Namen. Das bleibt sozusagen dem Designer überlassen oder den Anforderungen innerhalb des Projekts oder der Firma, was man da hinschreibt und was nicht. Aber damit haben wir jetzt schon relativ viel erschlagen. Jetzt gibt es noch zwei ganz spezielle Fälle von Assoziationen, und zwar die Aggregation und die Komposition. Bei denen ist es immer so, dass wir ein Ganzes haben und dann eine Klasse für die Teile. Und das macht man immer dann, wenn das Ganze irgendwie sinnvoll mit Teilen aufgebaut werden kann. Also eine Bildergalerie ist sozusagen aufgebaut aus Grafikfiles. Das Ganze ist die Bildergalerie, die Grafikfiles sind die Teile. Und immer dann, wenn ich sowas habe, dann male ich hier so eine Raute, manche nennen das auch Rhombus, aber ich finde, das sieht eher aus wie eine Raute, hin. Und zwar beim Ganzen. Also beim Ganzen male ich jetzt hier bei dieser Verbindung so eine Raute hin und damit markiere ich das als Aggregation. Und wichtig ist, dass diese Raute nicht ausgemalt ist. Ja, dann ist es eine Aggregation. Und das ist jetzt eine ganz spezielle Sache, weil das gerne mit der Komposition verwechselt wird. Und deswegen habe ich mir jetzt mal überlegt, welche Eigenschaften habe ich. Also grundsätzlich, man möchte hiermit eine sogenannte starke Bindung formulieren. Stark heißt jetzt, dass die Bildergalerie ohne Grafikfiles irgendwie nicht sinnvoll einsetzbar ist. Ja, das heißt, ich habe hier schon nicht einfach was, was ich zufällig referenziere, sondern die Bildergalerie ist schon irgendwie dafür da, Grafikfiles anzuzeigen. Ja. Aber wichtig ist jetzt, und jetzt kommt das Entscheidende, das Teilelement, sprich das Grafikfile, existiert auch ohne das Ganze, also ohne die Bildergalerie. Also wenn ich jetzt ein Grafikfile habe und keine Bildergalerie, kann ich trotzdem mit dem Grafikfile was anfangen. Ich kann es öffnen und angucken. Das ist jetzt an der Stelle erstmal wichtig. Ja? Das Teil existiert auch ohne das Ganze und deswegen ist es eine Aggregation. Wir aggregieren Grafikfiles, um sie anzuzeigen. Bei der Komposition finden wir jetzt auch wieder ein Teil und ein Ganzes. Und ich habe jetzt hier als Teil solche grafischen Elemente und das Ganze soll jetzt die Grafik sein. Und jetzt ist die Frage, was können wir denn mit diesen, ja, Grafikelementen so alles anstellen? Wir könnten zum Beispiel die Grafik für ein Auto zusammenbauen.
Und das wäre jetzt aber eine sogenannte Komposition. Das heißt, dass die Grafik nur durch diese einzelnen Elemente aufgebaut ist, aber sozusagen die Elemente nur für die Grafik existieren. Und das symbolisiert man auch wieder durch so eine Raute, die aber jetzt ausgefüllt ist. Ja, die ist jetzt komplett schwarz. So, gehen wir hier auch mal über die Eigenschaften. Die Eigenschaft wäre jetzt eine sehr starke im Vergleich bei der Aggregation eine nur starke Verbindung. Das heißt, auch hier haben wir die Situation, dass die Grafik irgendwie nur sinnvoll mit Geoobjekten aufgebaut werden kann. Aber so sehr, dass ohne Geoobjekte die Grafik eigentlich gar nicht existiert. Ja, sehr starke Bindung. Und das Entscheidende ist jetzt, dass das Teil nicht ohne das Ganze existiert. Das heißt, wenn ich das Auto jetzt lösche, sind diese Elemente Dreieck, Rechteck, Kreis nicht mehr vorhanden. Es existiert nicht mehr. Und im englischen Sprachraum sagt man einfach live with it, die with it. Das heißt, das Dreieck für die Windschutzscheibe beispielsweise wurde erzeugt für die Grafik des Autos. Und wenn ich die Grafik Auto lösche, sind alle Elemente auch nicht mehr vorhanden. So. Und das wird, wie gesagt, gerne mal verwechselt. Und in den Prüfungsaufgaben ist es halt oftmals auch so, dass irgendwelche abgefahrenen Situationen dargestellt werden und die Schüler müssen eben überlegen, ist es denn jetzt eine Komposition oder ist es denn jetzt eine Aggregation? Und Beispiele gäbe es bei Gebäude und Raum zum Beispiel. Ja, das wäre eine klassische Komposition. Ich komponiere sozusagen aus Räumen ein Gebäude. Ich baue sie darauf aus. Und wenn ich das Gebäude abreiße, sind die Räume nicht mehr da. Das ist eine Komposition. Eine Aggregation wäre zum Beispiel Schüler und Klasse. Ja, also die Klasse ist eine Sammlung von Schülern, aber der Schüler existiert natürlich auch noch außerhalb der Klasse. Man lebt sozusagen auch ein Leben außerhalb der Schule. Das wären so typische Beispiele. Und wichtig ist jetzt hier an der Stelle, dass man das unterscheiden kann und dass es eben hier mit dieser kann das Teil ohne das Ganze existieren, ganz gut abgedeckt. Es funktioniert nicht immer, aber das Wesen sollte jedem klar sein. Gut, jetzt habe ich mir noch eine Sache überlegt, um vielleicht noch von der anderen Seite das Ganze ein bisschen ja, nochmal zu modellieren oder zu erklären. Und zwar einfach nochmal die Gegenüberstellung Komposition versus Aggregation. Stellen wir uns mal Folgendes vor, wir haben eine Holzkiste. Und diese Holzkiste ist aus Holz gemacht. Das heißt, sie ist aus Holz aufgebaut. Und das wäre jetzt eine klassische Komposition. Ja? Wir haben jetzt hier eine Sammlung von Holzbrettern, die eine Kiste bilden. Ja, man kann sich das auch so vorstellen wie Komposition, kommt ja, kennt man ja aus der Musik. Was macht der Komponist? Er baut aus Tönen seine Komposition. Und wenn die Komposition sozusagen löscht, dann sind die Noten, also wenn es sozusagen sein Blatt verbrennt, dann verbrennen damit auch die Noten, die er da drauf gemalt hat. Komposition. Und hier, wenn ich jetzt meine Holzkiste verbrenne, dann ist das Holz auch weg. Es existiert nicht mehr. Wenn die Kiste weg ist, ist das Holz auch weg. Und jetzt kann ich mir diese Holzkiste mal überlegen. Jetzt fragt man sich, wieso ist das eine Holzkiste? Und ich kann so eine Metallkiste zur Holzkiste machen, indem ich ganz einfach Holz drin lagere. Also wenn jetzt nur diese Kiste hier stehen würde im Raum und ich würde jemandem sagen, hey, zieh mal die Holzkiste darüber, dann wird jeder verstehen, ja, das ist eine Holzkiste, weil das eine Kiste ist, wo Holz drin ist. Allerdings, wenn ich die Holzkiste jetzt wegnehmen würde, wären die Holzbalken ja immer noch da und deswegen wäre es eine Aggregation. Ja? Also die rechte Holzkiste ist eine Aggregation, weil wenn die Holzkiste nicht mehr da ist, sind die Balken noch da. Ja? Links nicht mehr. Rechts schon. Also Komposition, Aggregation am Beispiel der Holzkiste. Jetzt habe ich mal einen Schüler gefragt, ja, wofür brauche ich das denn eigentlich in der Programmierung? Warum unterscheidet man das so stark? Und zugegebenermaßen,
in der Praxis ist es nicht so häufig, dass man da so genau Wert drauf legt, ob jetzt eine Assoziation eine Komposition oder eine Aggregation ist. Aber ein Beispiel wäre, wenn ich irgendeine Sammlung, also irgendeine Arraylist beispielsweise von Objekten habe und diese Arraylist von Objekten in einer Klasse ablege. Und dann habe ich hier tatsächlich so eine klassische Situation, dass ich entweder eine Komposition oder Aggregation habe. Und die Frage ist jetzt folgendes: Wenn ich die Klasse lösche, brauche ich noch die Objekte in der ArrayList, ja oder nein? Sprich, brauche ich an irgendeiner anderen Stelle noch eine Referenz auf die einzelnen Objekte? Soll heißen, soll sich der Garbage Collector darum kümmern, dann diese Objekte zu löschen, weil keine Referenz mehr existiert? Oder braucht noch irgendeine andere Klasse eine Referenz auf die Objekte, um damit weiterarbeiten zu können? Das könnte jetzt aufgrund von datenschutzrechtlichen Aspekten notwendig sein, zu wissen, wird denn mit dem Löschen des Objektes und somit auch der ArrayList, werden denn die einzelnen Objekte damit auch gelöscht oder sind sie noch an anderer Stelle verfügbar? Und das ist so ein Grund, warum ich eben die Aggregation von der Komposition unterscheiden muss an manchen Stellen. Und in solchen Situationen sollte man es eben auch im UML-Diagramm hinterlegen. Und deswegen wird da so ein Aufhebens drum gemacht. Also damit, glaube ich, müsste jeder jetzt in der Lage sein, Komposition und Aggregation voneinander zu unterscheiden. So, zum Schluss von dem UML-Klassendiagramm möchte ich noch auf das Interface kurz eingehen. Das Interface ist ja eine Möglichkeit, dass wir ohne eine verwandtschaftliche Beziehung irgendwelche Gemeinschaften, Gemeinsamkeiten ablegen können. Und ich hätte jetzt hier beispielsweise hier irgendein Projektfile und irgendwelche Grafikfiles, die jetzt keine verwandtschaftlichen Beziehungen zueinander haben. Und gehen wir jetzt mal davon aus, wir hätten jetzt hier einen Filehändler und der hat jetzt so eine Funktionalität, Write Elements to JSON File. Ja, das heißt, ich möchte in irgendeiner Form aus diesen Elementen irgendwelche JSON Darstellungen machen, irgendwie serialisieren oder eben zu JSON verwandeln. Und dazu habe ich jetzt hier in dem Filehändler jetzt in der Form jetzt zwei ArrayLists, einmal ArrayList vom Projekt und eine ArrayList von Grafiken. Ja? Und jedes dieser beiden Elemente braucht jetzt, oder dieser Klassen braucht jetzt die Methode getJSON. Ja, weil getJSON gibt mir einen JSON-String von der eigentlichen Repräsentation zurück. Ja, das wäre sozusagen die Notwendigkeit, dass eben der Filehändler damit umgehen kann. Im Filehändler müssen wir das Ganze so darstellen, dass wir hier die beiden ArrayLists hätten und dann gibt es die Methode WriteElementToJSONFile und hier habe ich jetzt die Notwendigkeit, einmal durch dieses Element 1, wo die Projekte drin stehen, zu iterieren und einmal durch Element 2, wo die Grafiken drin sind. Und eigentlich wäre es besser, die Projekte und Grafiken hier gleich zu behandeln, ja, damit ich quasi nur eine Iterationsschleife habe und damit alle abdecken könnte. Das kann ich aber nicht, weil ich keine Variable oder keine Klasse finde, die ich als ArrayList realisieren könnte, wo ich sowohl Projekte als auch Grafiken hinterlege, weil sie ja keine gemeinschaftlichen oder verwandtschaftliche Beziehungen zueinander hätten. Und die Lösung für dieses Dilemma ist ja das Interface. Das heißt, ich könnte jetzt ein Interface realisieren und das nenne ich jetzt JSONifiable. Wer einen besseren Namen hat, möge das mir irgendwann mal zukommen lassen. Aber man macht es gern mit dem able am Ende des englischen Namens, also dass ich es JSONifizierbar mache. So eine Begrifflichkeit macht man gern bei Interfaces. So, und dort packe ich jetzt dieses getJSON rein. Das ist ja lediglich die Signatur in dem Interface. Und damit könnte ich jetzt Folgendes tun. Ich könnte jetzt dem Filehändler sagen, nutze dieses Objekte von dem Interface JSONifiable. Und die Projekte würden jetzt dieses getJSON jeweils implementieren. Und das wäre jetzt sozusagen das, worum es hier eigentlich geht. Die Implementierung eines Interfaces wird eben mit solchen gestrichelten Linien dargestellt. Das heißt, die
Projektklasse und die Grafikklasse muss jeweils eine Methode implementieren, getJSON, die ein String zurückgibt. Und dieses Implements wird eben genau mit so einem Symbol im UML-Diagramm dargestellt. Also Class Project implements JSONifiable und Class Graphic implements JSONifiable. Ja, das wäre sozusagen die UML-Notation einer Implementierung eines Interfaces. Und der Filehändler nutzt jetzt an der Stelle nicht mehr unterschiedliche ArrayLists, sondern kann jetzt eine ArrayList von Objekten, die JSONifiable sind, realisieren und muss dann entsprechend nur noch an einer Stelle durchiterieren. Und dafür ist jetzt dieser gestrichelte Zugriffspfeil, diese Assoziation da, dass man eben sagt, ja, ich nutze jetzt ein Objekt, das dieses Interface beinhaltet, habe aber im Filehändler keine direkte Referenz mehr auf Project und Grafik. Und das passiert mit diesem gestrichelten Pfeil hier. Und man sagt auch Uses dazu. Manchmal schreibt man es auch drüber, aber das heißt nichts anderes, wie dass der Filehändler jetzt eine Referenz auf Objekte hat, die dieses Interface implementieren. Und das ist eben diese gerichtete Pfeil. So, das wäre es sozusagen jetzt zu dem Interface und damit hätten wir eigentlich alle wesentlichen Elemente von dem Klassendiagramm abgehandelt. Ich habe jetzt hier auf die ganz speziellen Sachen wie Assoziationsklassen und irgendwelche anderen abgefahrenen Sachen verzichtet, weil ich glaube, mit ja, 35 Minuten sind wir eh schon wieder ziemlich lang für ein Video. Aber ich glaube, das, was jetzt hier in dem Video drin ist, sind die wesentlichen Elemente des Klassendiagramms und damit kommt man auf jeden Fall super über die Runden. Und insofern haben wir jetzt die UML-Serie sozusagen einigermaßen abgeschlossen, weil damit haben wir jetzt die fünf wichtigsten UML-Diagramme als Video abgehakt und damit kommt man eigentlich ganz gut durch jede Fachinformatikerprüfung durch. Also bis zum nächsten Video und ja, wie immer, dranbleiben.